Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister. Wir wissen natürlich, dass in diesem segensreichen Monat Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala uns die nötige Kraft gibt, damit wir diesen Ramadan auf beste Art und Weise vollziehen können. Und wir wissen von unseren Geschwistern, dass sie natürlich in diesem Monat fasten und dass sie auch viel beten und dass sie auch den Koran lesen und auch eine Sadaqa geben, um den Zorn Allahs azza wa jal von sich zu nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch dafür reichlich belohnen und dieses zum Grund machen, dass wir in das Paradies kommen. Allahumma amin. Das sind wunderschöne Taten und diese Taten sind auch gewollt, liebe Geschwister. Nur, man muss eine Sache bedenken als Muslim. Diese äußerliche Schönheit, wenn du siehst, dass jemand betet und fastet und so weiter und so fort, muss gedeckt sein mit der inneren Schönheit. Und leider haben wir eine Zeit der Fitna, wo viele nur auf das Äußerliche achten. Sie tragen ein Bad als Männer und sie ziehen sich auch eine Jalabiya an und sie versuchen sich zu schmücken. Walhamdulillah Rabbil Alamin, das ist alles wunderschön. Aber stimmt das Herz mit dem Äußeren überein? Genauso unsere Schwestern. Sie tragen den Niqab, sie tragen den Hijab. Aber stimmt diese Bedeckung, die äußerlich eine verpflichtende Bedeckung ist, auch mit der Bedeckung des Herzens überein? Darüber sollten wir nachdenken, liebe Geschwister. Und das ist mein Thema in den wenigen Minuten heute an euch. Wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala und wollten euch nur daran erinnern und in erster Linie uns erinnern, dass wir niemals denken, dass diese Religion nur mit dem Äußerlichen gekommen ist. Nein, bei Allah nein. Denn das Herz ist eine sehr wichtige Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde das Herz herausgenommen. Von wem? Von den beiden gewaltigen Engeln. Und dieses Herz wurde mit Samsamwasser gewaschen aus einer goldenen Schüssel. Mit Samsamwasser aus einer goldenen Schüssel. Und daraufhin hat man es wieder hereingelegt in den Körper des gesegneten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses passierte vor seinem Prophetentum. Allahu Akbar. Das ist eine Reinheit, die für uns sehr wichtig ist. Denn diese Reinheit, von dort beginnt alles, liebe Geschwister. Es gibt Leute, die, walhamdulillahi rabbil alamin, äußerlich schön aussehen. Und sie kümmern sich um das Äußerliche. Das heißt, du siehst sie, dass sie die besten Klamotten tragen, Männer und Frauen. Und du siehst, dass sie äußerlich sich schick machen. Und so gehen sie heraus und sie sehen äußerlich gut aus. Aber ist ihr Charakter entsprechend? Ist ihr Verhalten entsprechend? Gehen sie gut mit den Menschen um? Dieses wird vernachlässigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala, er schaut nicht auf euer Aussehen und auch nicht auf eure Körper. Vielmehr schaut Allah auf eure Herzen. Und wie ich gerade beschrieben habe, viele Geschwister kümmern sich um das Äußerliche. Er hat wunderschöne Kleidung an, er hat Parfüm aufgesetzt. Das ist schön. Aber jetzt die Frage, o Diener Allahs, was ist mit deinem Herzen? Wie viel Hass steckt da drin? Wie viel Neid steckt da drin? Wie viel Übles steckt da drin in deinem Herzen, so dass du dich gar nicht gerne mit dir selber beschäftigst? Und das ist das Leben von einem Muslim, dass er sich ständig beobachtet und sich fragt, wie kann ich meine Seele reinigen? Liebe Geschwister, eine Person, er schaut auf sich. Er sagt, okay, von der einen Seite bete ich, aber von der anderen Seite werde ich schnell zornig. Das muss man ablegen. Von der einen Seite faste ich, aber von der anderen Seite liebe ich es, die Ehre der Geschwister zu beschmutzen, indem ich über sie lästere, schlecht von ihnen vermute und auch ihnen Unrecht antue. Das sollte man natürlich vermeiden, liebe Geschwister. Denn ansonsten stimmt das Innere mit dem Äußeren nicht überein. Und warum beten wir und fasten wir und zahlen auch die Sadaqa? Dieses sollte sich decken mit unserem Inneren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat und diejenigen, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das bedeutet, diese Ibadah, diese Gottesdienste, die wir leisten gegenüber Allah azza wa jal, haben nur einen einzigen Sinn, dass wir gottesfürchtig werden. Aber wie passt das zusammen, dass wir beten und andere Leute beschimpfen? Wie passt das zusammen, dass wir fasten und die schmutzigsten Wörter sprechen? Wie passt das zusammen, dass wir eine Sadaqa geben, aber wir gucken uns die schlechten, versauten Filme an?
So ist das, liebe Geschwister, eine Sache, mit der man ehrlich umgehen muss als Muslim. Dass man versucht, bi'idhnillah ta'ala, immer sich zu beobachten und mit sich abzurechnen. Wie viele schlechte Punkte hast du jetzt, die du sofort entfernen möchtest? Du sagst, ich bin zornig und ich habe viel Hass und ich habe viel Neid in meinem Herzen und ich mag dieses und jedes nicht. Dann sollte deine Aufgabe sein, dass du dich auseinandersetzt mit diesen schlechten Charaktereigenschaften, die dich vielleicht in das Höllenfeuer hereinbringen. Viele von uns haben Hochmut im Herzen. Vielleicht nicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, aber gegenüber den Menschen. Er sieht sich besser als die anderen Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Niemand wird das Paradies betreten, in dessen Herzen nur ein Stäubchen von Kibir enthalten ist, von Hochmut enthalten ist. Wer ist sicher vor diesem Hadith, liebe Geschwister? Ich frage euch. Hier geht es nicht nur um den Hochmut gegenüber Allah, hier geht es auch um den Hochmut gegenüber den Menschen. Wer ist sicher von dieser Überlieferung? Und daher sollte das eine Sache sein, wo wir unsere Herzen reinigen sollten. Als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, über eine Person, der Hochmut in sich trägt und der noch arrogant ist und der es nicht mag, dass man ihm das Gute gebietet. Allah azzawajal sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. Und wenn zu ihm gesagt wird, was, fürchte Allah, so reißt ihn das zur Sünde, zum Stolz hin, so dass er sich hochmütig verhält. Und sagt, wer bist du, dass du mir etwas sagst? Wer bist du, dass du mir sagst, ich soll dieses oder jenes machen? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte über diese Person, das ist genau der in dieser Ayah gemeint ist. Der sagt, lass mich in Ruhe, fürchte du selber Allah. Wie viele von uns machen dieses, tun dieses? Wir müssen uns reinigen, liebe Geschwister. Und letztendlich haben diese ganzen Ibadat nur einen einzigen Sinn, dass wir gottesfürchtig werden. Und diese Gottesfurcht, wenn wir nur bi'idhnillah samiyal alim erreichen, wenn wir auch versuchen, dass diese Ibadat, das Beten, das Fasten, das Koranlesen uns beeinflussen. Andernfalls haben wir verloren. Wallahi, der größte Verlierer ist derjenige, der im Koran das liest, aber genau das Gegensätzliche macht. Ich rede nicht davon, dass man das mal macht, selten macht, aber ich rede davon, dass man das als ständige Eigenschaften hat. Das kann nicht sein, liebe Geschwister, dass wir als gläubige Muslime zwar äußerlich praktizieren, aber wir haben verdorbene Charaktere. Wir haben einen schlechten Charakter und wir kümmern uns nicht darum, diesen Charakter zu verbessern. Und ich schließe ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala auf die Seele geschworen hat, nach 10 Schwüren, wa nafsi wa ma sawaha, bei der Seele, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und der sie erschaffen hat, der sie geformt hat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, der ihr sowohl Sittenlosigkeit als auch Gottesfurcht hereingemacht hat, qad aflaha man zakkaha, erfolgreich ist derjenige, der sie, als ob ich dich gehört habe, erfolgreich ist derjenige, der sie reinigt. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا, und enttäuscht sein wird derjenige, der sie vernachlässigt. Das heißt, du kannst nicht kommen und sagen, das sind meine Charaktereigenschaften, ich kann diese nicht ändern. Würdest du sie nicht ändern können, hätte Allah dir nicht befohlen, dass du sie änderst. Und hätte Allah subhanahu wa ta'ala dir in dieser Sura nicht gesagt, dass du verpflichtet bist, deine Seele zu reinigen und dass du verpflichtet bist, dich von allem Übel zu entfernen. Und wenn dieses so ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich so erschaffen hat und du kannst dich nicht ändern charakterlich, dann wozu die Abrechnung, o Diener Allahs? Daher erinnere ich mich und euch, liebe Geschwister, daran, dass wir darauf achten, dass wir uns innerlich und äußerlich reinigen. Die Gebete sind gut, walhamdulillah. Dein Aussehen ist gut, wenn du einen Bart trägst als Mann und du einen Hijab trägst als Frau oder einen Niqab trägst. Aber das muss sich auch decken mit dem Charakter, der auch deine Schönheit letztendlich widerspiegelt. Und daher, liebe Geschwister, versucht immer darauf zu achten. Ibn Kathir rahimullah ta'ala sagte, diejenigen, die ein schlechtes Ende zu erwarten haben, sind diejenigen, dessen Inneres nicht mit dem Äußeren übereingestimmt hat. Das heißt, sie sahen äußerlich gut aus, haben äußerlich Gutes gemacht, aber ihr Inneres war ganz anders. So soll man sich fürchten, dass man ein schlechtes Ende hat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.